Ja, meine Damen und Herren, kommen wir hier zu einer Warnung aus Berlin, den 2.2.2021. Ja, wir warnen vor einem Informationszusammenbruch. Ja, natürlich. Wie kann das passieren? Ja, nun gut, ich habe hier ein Bild eingeblendet für Sie, wo Sie die Aktivitäten der Grippe in Deutschland beobachten können. Ja, die Weltgesundheitsorganisation ja, vermeldet einfach mal, dass es keine Grippeaktivitäten mehr in Deutschland gibt. Ja, ich nenne mir das einen sogenannten Informationszusammenbruch. In Deutschland werden sehr geringfügige Grippeaktivitäten vermeldet. Allerdings gibt es bei der Weltgesundheitsorganisation gar keine Vermeldungen mehr. Ja, wie kann das sein? Unser Staat arbeitet mit der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr zusammen. Nein, es scheint ein Informationszusammenbruch stattzufinden. Natürlich, ja, wie kann das sein? Ja, ein mysteriöser Virus ist da unterwegs. Allerdings ist die Grippe so tot, so mausetot, als dass die Weltgesundheitsorganisation keine Information über Grippeaktivitäten aus Deutschland für sich bekommt. Das können Sie in der Grafik einsehen. Da steht No Activity. Natürlich. Und die Kalenderwochen, ja, suchen Sie doch diese Seite auf. Natürlich, die ist oben im Reiter angegeben. Natürlich, ja. Es ist auffindbar, ja, da können Sie sich selbst davon überzeugen, so ist es nun einmal. Ja, ich warne vor einem politischen, globalen Informationszusammenbruch. Das war es dann mal gewesen, Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.